Hallo, was waren Sachen? Ja, wir wollen heute Sticker basteln. Wir wollen ein bisschen mehr mit unserem Cricut ausprobieren oder mit meinem Cricut, den ich mir gekauft habe. Wir haben schon die Vinyl ausprobiert, einmal von der Firma selbst und einmal so ein random Vinyl, das ich bei mir gefunden habe und ich weiß nicht, wo ich es her habe. Hat beides funktioniert. Wir müssen ein paar Feintuning-Einstellungen noch machen für das andere Vinyl, da die Sirkat-eigenen Vinyle sehr, sehr dick und stabil sind. Die gekauften sind deutlich dünner. Da muss ich noch mal gucken, welche Feintuning-Einstellung ich da noch einstelle, dass das besser funktioniert. Also so ein Feintuning-Ding, das ist jetzt nicht weiter schlimm. Da muss ich ein bisschen dran gucken, welche Einstellung ich da nehme, weil ihr werdet es dann gleich sehen. Es gibt sehr viele Einstellungen, wie man die Maschine einstellen kann. So, ist jetzt auch egal. Wir wollen heute Sticker basteln. Das heißt, wir nutzen die Print-and-Cut-Funktion, also die Drucken- und Schneiden-Funktion. Wir drucken Sachen mit dem Drucker aus und die jagen wir dann durch den Sirkat. Das alles müssen wir natürlich dann in dem Cricut-Studio einstellen, dass sowohl der Drucker und auch die Maschine, also die Plottermaschine, weiß, was sie zu tun haben, weil random irgendwas drucken auf einem A4, dann weiß die Maschine ja gar nicht, was sie ausschneiden soll. Das werden wir uns gleich ansehen. Ich habe hier dazu Etikettpapier aus einem Bürobedarf geholt. Das ist halt wirklich so ein A4-Bogen Blatt Papier ohne jegliche Vorschnitte oder sonst was. Das ist wirklich so ein A4-Kleberding. Ich habe früher auch schon ein paar Sticker gemacht. Was heißt hier früher? Ich mache immer noch Sticker. Ich habe die sowohl in Etsy drin, ein paar. Ihr werdet es sehen, wenn ich ins Programm gleich gehen werde. Und nicht wundern, ich habe da andere Sachen an, weil den Ta Part hier nehme ich jetzt einen Tag später auf, weil ich gemerkt habe beim Schneiden, dass der erste Part komplette Grütze ist. OBS hat mich da verarscht und nur kompletten Datenmüll rausgegeben. Und wie gesagt, ich habe Sticker ja schon gemacht. Ich habe die in Etsy drin. Ich habe die für die VOGT-Aktion, die ich mit einer Freundin gestartet habe, wo man halt Pokémon-Karten erwerben kann über die Plattform. Das sind so Live-Verkäufe, wo er dann halt in unserem Fall Wundertüten kriegt. Das macht sie momentan alleine mit einem anderen Kumpel, weil ich absolut nicht den Kopf dazu habe. Das Video kommt auch ein bisschen spät, weil ich gehofft habe, dass eine Hologrammfolie, ich wollte so eine durchsichtige Hologrammfolie, die so ein bisschen glitzert. Das hat nicht so funktioniert. Wurde erst nicht geliefert, dann war sie gar nicht mehr lieferbar und dann habe ich mein Geld zurückbekommen und muss jetzt neu bestellen und wollte nicht warten, bis die da ist. Ich hatte ursprünglich geplant, weil ich dachte, ich nehme die Transferfolie, die ist ja durchsichtig und das schützt ja immerhin den Sticker so ein bisschen. Habe nicht gedacht, dass diese Musterung auf dem Vinyl selbst ist und nicht darunter. Ich war der Meinung, die Rasterfolie hier wäre unter dem ja, Vinyl drunter und es wäre halt unsichtbar. Newsflash ist es nicht. Der Druck ist auf dem durchsichtigen drauf, also ist das halt auch für mich unbrauchbar. Vielleicht finde ich demnächst irgendwo in den Läden hier unsichtbare Folie, Klebefolie. Wird ja wahrscheinlich im Schulbedarf irgendwo sein, für Bücher oder Hefte einbinden oder so. Habe ich jetzt nicht. Werde ich dann halt irgendwann mal selbst machen, also selber ausprobieren, vielleicht einen Short planen oder so. Deswegen drucken wir heute halt nur auf dem Blatt Papier und schauen uns das an. Und dann würde ich auch sagen, habe sehr viel geredet, wenig gezeigt. Wir gehen mal rüber an das Programm und wie gesagt, nicht wundern, ich habe da andere Sachen an, als noch von einem Tag zuvor, wie ich das da aufnehme. Okay, wir sind hier schon mal im Studio. Wie ihr seht, ich habe schon jede Menge verschiedene Sticker hier reingeladen. Hier ist jede Menge buntes Zeug vorhanden. Und wir suchen uns jetzt ein bisschen was raus und machen unser erstes Sheet komplett. Und ich würde sagen, was zweite Seite tun? Ich würde sagen, wir bleiben einfach bei den Eevees. Lass mal die. Ich würde gerne mehr markieren, danke. Lass mal die Eevees einmal komplett nehmen. Ich muss jetzt gucken. Ich glaube, jedes zweite. Welches davon Shinies? Das ist immer ein bisschen blöd, weil manche sehen sich sehr ähnlich von den Shinies her. 6, 7. Zwei fehlen noch. Wo sind sie? Wo sind sie? Psiana und Noctara. Wo sind sie denn? Da. Psiana und Nachtara, 9 Stück. Zum Arbeitsbereich hinzufügen. Bisschen blöd, ich habe ja momentan das Probeabo noch nicht an. Man kann nur 5 Kollektionen machen. Also kann man das, wenn man viele Sachen hat, nicht sonderlich gut sortieren. Vielleicht höchstens nach Namen, aber ich habe das jetzt namentlich nicht sonderlich gut sortiert. Wäre vielleicht eine Maßnahme, muss ich mal schauen.
Wir müssen mal kurz warten, bis das alles hochgeladen ist. So, da sind sie. Ich kriege auch hier angezeigt, ich habe die Datei viel zu groß gemacht. Das habe ich im Nachhinein erst kontrolliert, dass ich die auf was weiß ich was für eine Größe hochgeladen habe. Hätte ich gar nicht machen müssen. Nichtsdestotrotz, lieber zu groß als zu klein. Wenn es zu klein ist und jetzt sieht es größer, wird es pixelig, dann habe ich es lieber ein bisschen groß. Ich arbeite generell gern mit großen Sachen, weil ich am Ende nie weiß, will ich die vielleicht auf eine Decke, T-Shirt etc. printen. Ich habe ja noch einen Redbubble, da lade ich vieles hoch und kann überall drauf drucken lassen. Da brauche ich eine sehr, sehr hohe Größe. Je nachdem, wo es drauf soll. Wenn es auf eine Bettwäsche soll, brauche ich halt ein großes Bild. Auf einem T-Shirt oder auf einem Sticker reicht es, wenn es klein ist. So. Jetzt eigentlich auch vollkommen egal. Wir wollen das jetzt erstmal hier auf eine schöne Größe machen, dass wir das gut auf so ein A4 kriegen. Ich bin mir nicht sicher, welche Größe ich generell nutzen möchte für die Sticker. Machen wir die erstmal generell kleiner. Man hat ja hier schöne Anzahl. Das sind so 10 cm. Dass wir die vielleicht. Nehmen wir vielleicht mal einen einzelnen. Der ist jetzt auf knappe 4,7. Das ist vielleicht eine gute Größe. Wir schauen einfach mal, wie das hier von der Größe her auf einem A4-Blatt aussieht. Man kann direkt einfach. Hallo? Maus! Maus, wo bist du? Hallo? Meine Maus funktioniert nicht. Ich habe mir eine neue Maus gekauft, die auch nicht funktioniert. Das ist immer super. Wir speichern das Ganze mal einfach zum Testzwecken. Okay, wir sehen hier, es ist jetzt ein bisschen groß für unseren Zweck. Wir wollen ja schon alles auf einem Blatt Papier bekommen. Also sagen wir abbrechen. Müssen wir das alles noch ein bisschen kleiner ziehen? Was haben wir jetzt für eine Größe? 4 cm in der Höhe. Die anderen müssen ja dann auch alle so um die 4 cm sein. Ja, stell. Mal gucken, was er jetzt ausspuckt. Nee, Platz wäre aber da. Okay, vielleicht machen wir das einfach ein bisschen manuell. Okay. Das hat jetzt nicht so gut geklappt. Wir werden das, glaube ich, jetzt einfach mal manuell vielleicht ein bisschen hinfriemeln, dass wir das leicht passend kriegen. Wir müssen hier so zwischen 20 und 30 in diesem Kasten, müssten wir das eigentlich irgendwie unterbringen können. Dass das vielleicht auch funktioniert. Alles markieren. Vielleicht verbinden. Damit die so bleiben. Wenn wir das jetzt herstellen, ist es vielleicht so. Also so bleibt. Ja, guck. So funktioniert das doch. So, okay. Wir hatten keine technische Störung, dass das weiße Blatt war normal. Wir hatten das Bild zu groß. Jetzt sind wir auf einer Größe, wo es halt tatsächlich reinpasst. Wir dürfen halt diese rote Linie nicht überschreiten und die hatten wir dann halt überschritten. Die ist so Pi mal Daumen 17 in der Breite und 20 in die Höhe. Da dürfen wir halt nicht drüber kommen. Wenn ihr das Programm nutzt und ihr habt ein weißes Bild, wie ich das eben hatte, ist euer Bild zu groß, dann einfach ein bisschen kleiner schieben und dann passt das. Es wurde mir zwar angezeigt im Arbeitsbereich, es wäre okay, aber die Maschine sagt dann, okay, nee, mach noch kleiner. Ist ein bisschen rausgefriemelt, ist ein bisschen Ausprobiererei. Da muss man wahrscheinlich ein Gefühl für kriegen. Ich bin aber noch am Zweifeln, dass das vielleicht nicht ein bisschen zu eng ist, weil hier ist die Kante von dem Schwarzen. Ich weiß nicht, ob ihr den schwarzen Balken jetzt mit ausdruckt. Wir werden sehen. Wenn nicht, muss ich das Offset ein bisschen erhöhen. Ich hatte jetzt halt bei all meinen Bildern einen weißen Rahmen dran gemacht. Vielleicht hatte ich den ein bisschen dünn gemacht. Wir werden es sehen. Wir werden aber mal schauen, was passiert. Ich habe meinen Drucker schon angeschlossen. Wir werden jetzt nämlich fortfahren. Hier haben wir die Materialgröße, das stimmt alles. Wir wollen eine Kopie haben. Wir wollen jetzt fortfahren. Und dann drucken. Kriegen hier. Ich habe leider keine Bluetooth-Verbindung, aber wir können es an den Drucker senden. Er wird den SIRCard nicht finden, weil den habe ich gerade nicht angeschlossen, weil ich das Kabel für den Drucker brauche. Wie gesagt, mein Setup ist nicht optimal. Die USB-Kabel sind alle zu kurz. Ich muss hier mit einem Verlängerungs-USB-Kabel arbeiten und hoffen, dass das funktioniert. So, wir wollen das an unseren Drucker. Ja, ich habe diesen Samsung C24-Drucker. Wir wollen eine Kopie haben. Anschnitt hinzufügen. Machen wir mal. Dann haben wir ein bisschen mehr Rand. Ich glaube, das ist ganz gut. Wenn ihr das nicht macht, dann tut er vielleicht so ein
Millimeter oder weniger wie ein Millimeter etwas mehr am Bild schneiden, dass ihr, falls ihr einen farblichen Hintergrund extra ausgesucht habt, dass ihr halt wirklich keinen weißen Rand habt, dann geht da so ein Nü zum Bild hin. Da ich ja einen weißen Rand haben möchte, sage ich, okay, ich mache den Anschnitt nochmal hinzu, dann ist das nochmal ein bisschen mehr, weil ich mir nicht sicher bin, ob der Rand dick genug ist. Ist dann auch eine Sache, die man halt mit der Zeit dann einfach ein Gefühl für kriegt. Ja. Den Systemdialog lasse ich erstmal aus. Ich vertraue darauf, dass die sich miteinander verstehen. Ich habe ja schon ein paar Mal mit dem Drucker gedruckt. Dann drücke ich auf Drucken. So, der Drucker hat gedruckt. Wunderschön. Hat auch echt gut gedruckt. Also das Circuit Studio arbeitet auch echt gut mit Farben. Sieht sehr, sehr schön aus. Das ist alles im CMYK gedruckt. Für Leute, die die Normalsticker drucken. Wenn ihr Sticker druckt, müsst ihr darauf achten, dass eure Datei übereinstimmt. Am Computer malt ihr in RGB. Ihr malt quasi mit Licht, weil Computerbildschirm, der arbeitet mit Licht, also RGB. Und wenn ihr was drucken wollt, müsst ihr gucken, ob eure Datei auch im CMYK funktioniert. Das ist Cyan, Magenta und Yellow, also Cyan, Magenta und Gelb. Damit arbeiten Drucker mit Pigmenten. Das funktioniert ein bisschen anders. Ja, da ein bisschen drauf achten, wenn ihr selber Sachen druckt, weil wenn ihr das nicht macht, können die teilweise sehr dunkel werden. Alles, gerade was so in rot-lila Bereich kommt, ist sehr, sehr komisch von der Farbe her. Das funktioniert hier einwandfrei. Also da kann ich echt Hut ab von der Maschine oder von dem Programm. Es sieht sehr ähnlich aus wie das, was ich bei mir auf dem Computer habe. Das ist immer schon schön. Es gibt immer hier und da kleine Farbabweichungen, weil Pigmente und Bildschirmanzeige ist immer ein bisschen schwierig. Vielleicht mache ich mal ein Tutorial für alle Leute, die das interessiert. Schreibt mal in die Kommentare, ob euch interessiert, wie der Unterschied ist zwischen Pigmenten von einem Drucker und Licht an einem PC, wie das dargestellt wird. Da gibt es nämlich auch viele, viele Sachen, die halt ja, sich vertan werden. So, okay. So, jetzt geht's weiter. Wir haben hier unsere schöne Iwis gedruckt, jetzt wollen wir die ja schneiden. Dazu mache ich einmal das Maschinchen an. Nimm mein Kabel vom Drucker weg und steck, wo ist er denn? Hier, meinen Circuit an den USB. Ich werde in Zukunft mal schauen, ob ich einen Bluetooth-Stöpsel für meinen PC kriege. Der hat halt keinen eingebaut. Ich müsste halt einen externen dran schließen, dass ich mir demnächst da einen hole, dass ich das Ganze verkabeln nicht so brauche. So, wir sind jetzt hier. Wir suchen unseren Circuit Explorer. Wir nehmen den USB Explorer, weil, ja, noch habe ich kein Bluetooth. Und wir müssen das ja ganz vergessen. Wir wollen das ja mit einer Folie. Also wir müssen das, wir können das jetzt so nicht durchjagen. Ich nehme jetzt mal die blaue Folie. Die ist Light Grip, also leichter Grip. Bin mir nicht sicher, ob vielleicht das leichter ist, damit ich die Sticker nicht von dem Papier abziehe. Ist vielleicht die normale, die grüne, zu stark. Ich nehme jetzt einfach mal die Light Grip und gucke, ob das gut funktioniert. Wenn nicht, muss ich doch auf die grün umsteigen und ein bisschen besser aufpassen. So, auch hier lege ich das einfach möglichst gerade auf meine Arbeitsfolie. Jetzt habe ich sie festgeklebt. So. Und wir müssen uns jetzt hier das passende Material raussuchen. Wir haben jetzt hier diese Basismaterialien, die man halt am meisten genutzt werden. Wir müssen aber hier alle Materialien durchsuchen, weil da gibt es kein Papier und müssen jetzt mal gucken. Können wir hier bei Kategorie, was ist denn das Erste? Farbkarton vielleicht, Filz ist es nicht, Folie und Metall nein, Kunstdruck, Karton nein, Kunststoff ist es auch nicht, Leder ist es nicht, Papier schon eher, Schaumstoff, Vinyl, Stoff, Vinyl, sonstiges. Also ich würde schon sagen, höchstens Papier. Ihr seht, hier gibt es halt jede Menge Auswahl von Backpapier bis Pergament, Perlmutt, Fotopapier. Alles mal gucken, ob wir was finden für Sticker. Gibt es hier irgendwie Stickerpapier, Bastelpapier, Luzipapier, Pergament, Permut, Fotopapier, bedruckbare Aufkleber. Ah, guck mal, bedruckbares Aufkleberpapier. Weiß. Bedruckbares Aufkleberpapier weiß. White. Green Liner Printing? Okay. Ich weiß nicht, was Green Liner Printing und Gray Liner Printing ist. Wo da jetzt der Unterschied ist.
Wir sagen, wir nutzen einfach mal weiß, weil wir haben weißes Papier. Ich habe keine Ahnung, was jetzt der Unterschied zwischen weiß und Green Liner Printing ist. Aber ich glaube, das ist das, was wir nehmen. Glitzerpapier wäre wahrscheinlich eher das für, wenn wir da Folie drauf packen. Wir nutzen das jetzt einfach mal. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Die geschnitten, jetzt holen wir die mal runter. Also, es hat sich auch auf der leichten Grip-Folie nichts abgelöst beim Schneiden. Und jetzt nehmen wir einfach hier, ich nehme jetzt einfach mal dieses Dentist-Tool und guck mal, ob noch durch. Ah, wir haben komplett durchgeschnitten, das ist doch schon mal schön. Ziehe ich erstmal außen das alles ab, so gut wie es geht. Die hat einen leichten Drall nach oben. Oben ist deutlich mehr Rand wie unten. Wenn man das hier so sieht. Oben die Bilder haben ein bisschen mehr Rand wie unten. Ich glaube, da muss ich nochmal neu kalibrieren. Also ist jetzt so nicht so schlimm. Muss man ganz vorsichtig sein, dass ich hier die nicht aus Versehen mit abziehe. Ah, was sage ich hier? Das Ewi hat natürlich etwas verloren. Aber das kann ich ja noch mal draufkleben. Da muss ich dann ein bisschen besser aufpassen. Das ist ja unser Testlauf. Der Testlauf hat super funktioniert. Ablösen. Dann hat das hier alles schon mal echt gut funktioniert. Trotz technischer Probleme des Computers oder mehr der OBS-Software haben wir es geschafft. Die Schutzfolie für die Matte wieder drauf. Die wehrt sich so ein bisschen. Und jetzt haben wir einmal benutzt, jetzt sind überall wieder Hundehaare drauf. Was daneben mit Papier. So, das sind unsere Reste. Können in den Müll. Oh, ich muss meinen Müll auswählen. So, und dann haben wir es tatsächlich geschafft. Auch wenn wir jetzt keine durchsichtige Folie haben zum drüberziehen, ist jetzt nicht so schlimm. Unser erster Test war erfolgreich. Wir haben wunderschöne Sticker. Die sind von der Farbe her auch echt klasse geworden. Der Ausschnitt ist halt auch schön scharf. Aber wenn ich hier ein bisschen kalibrieren muss, oben ist noch ein bisschen dicker wie unten. Das sind jetzt so Feintuning-Sachen, die muss ich dann halt ja feintunen. Aber die sind auch echt nice geworden. Sehen echt schön aus. So, dann würde ich sagen, haben wir erfolgreich unsere Stickerchen gedruckt. Die sind halt auch echt gut geworden von der Farbe, vom Schnitt, von allem. Sind halt noch so ein paar Feintuning-Sachen, dass halt der Rand oben doch dicker ist wie der unten. So ein bisschen Feintuning muss ich noch machen. Das ist aber jetzt nichts weiter Tragisches. Und halt Schutzfolie besorgen. Das werde ich die Tage machen. Werde ich einfach was bestellen und hoffe, das kommt an. Würde ich sagen, Erfolg. Es gibt neue Sticker. Ich werde demnächst einfach auch weitere Sticker. Ihr habt ja gesehen, ich habe ja ganz, ganz viele Sticker mir rausgesucht. Die werde ich jetzt demnächst dann über die nächsten Tage einfach auf Etsy mit draufpacken, bündelweise. Verschiedene Kategorien. Ich habe halt sehr viel Creepypasta gefunden. Halt Pokémon gibt es die Eevee-Bündel, die Pferdebündel und wahrscheinlich auch nochmal ein normales Pokémon-Bündel. So, mal gucken, seid gespannt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal ein Like, Kommentar oder ein Abo da. Das nächste Video wird ein kleines Special sein, weil ich habe tatsächlich die 1K geknackt. Und das will ich ein bisschen feiern. Ich weiß noch nicht so genau, wie und was, aber ich werde mir die Tage was überlegen. Und dann gibt es vielleicht auch vielleicht für euch eine Kleinigkeit zu gewinnen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video.